Nächste Frage hat der Reitschuster. Die alte Bundesrepublik, so wie wir sie kennen, die ist nicht mehr. Die Grundrechte, die sind jetzt relativ, die nennen sich jetzt Privilegien. Eine kriegen welche davon, andere kriegen nichts davon. Und wer die bekommt, das entscheiden Regierung und Parlament, wenn es denn gehört wird. Entschuldigung, dass ich etwas emotional bin heute, aber ich war auch gerade eben auf der Bundespressekonferenz emotional und habe direkt aus der Pressekonferenz sogar einen Artikel darüber geschrieben, dass es mir unheimlich wird mit dieser Zwei-Klassengesellschaft oder Drei-Klassengesellschaft, die wir jetzt dann haben, Geimpfte, Nicht-Geimpfte. Wie will man das denn unterscheiden? Wie sollen denn da die Unterschiede gemacht werden? Die Kennzeichnung dann, dass man überhaupt weiß, wer das ist. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja schon gesagt, auch für den Klimaschutz können Grundrechte eingeschränkt werden. Dann sind sie eigentlich nicht mehr das Papier wert, auf dem sie geschrieben sind. Wenn mit abstrakten Gefahren oder mit Gefahren, wo es durchaus Meinungsunterschiede gibt, dann man hier einfach sagt, dann setzt man die Grundrechte mal schnell außer Kraft. Ich habe es noch so gelernt, dass die unveräußerlich sind und von diesen unveräußerlichen Grundrechten ist offenbar nichts mehr übrig. Und Karlsruhe schläft. Der Chef des Bundesverfassungsgerichtes ist ja ein ehemaliger CDU-Abgeordneter hier aus dem Bundestag, den Angela Merkel in das Amt gehievt hat, und entsprechend brav und loyal verhält er sich jetzt auch. Es sieht düster aus mit Demokratie und mit Grundrechten in Deutschland. Aber jetzt zur Bundespressekonferenz. Einmal habe ich gefragt, weil mich das viele Leser gefragt haben, warum sollen denn diese Sonderrechte, wie man sie nicht nennen darf, beziehungsweise Privilegien nur für Genesene gelten, die einen positiven PCR-Test hatten, während ja ein Antigentest, so einige Experten, zuverlässiger sei. Schauen Sie sich Frage und Antwort an. Herr Reitschuster. Eine kurze Frage an Herrn Seibert oder Frau Nauber. Könnten Sie noch mal erklären, wie der Begriff Genesene genau definiert wird? Bezieht der sich nur auf Menschen, die einen positiven PCR-Test hatten, oder auch auf Menschen mit Antigentest? Danke. Also der Nachweis erfolgt über den PCR-Test. Könnten Sie dann noch mal erläutern, da gibt es nämlich Kritik, warum man den Antigen-Test nicht anerkennt als Nachweis? Danke. Also dazu kann ich nur auf die Einschätzung des RKI verweisen und auf sozusagen die dort getroffene Definition des Genesenen. Ich kann das gerne nochmal raussuchen, wie das ganz genau formuliert ist, und Ihnen nochmal zuschicken. Wir haben ja auch den Grundsatz, dass wenn bei einem Schnelltest ein positives Ergebnis vorliegt, dass das überprüft werden muss, abgesichert werden muss durch einen PCR-Test, der einfach eine größere Verlässlichkeit und Gewissheit bringt. Herr Jessen. Ich würde gerne. Ja, die Antwort ist einfach, die kriegen die Rechte nicht. Punkt. Ja, wir sind hier wie auf dem Viehmarkt, wo mit Grundrechten gehandelt wird. Und der eine kriegt ein Grundrecht. Und wer bietet mehr? Wer bietet mehr? Hier noch 50 Euro, 100 Euro, hier der Test. Ja, kriegst du Grundrechte und sonst nicht die Grundrechte. Entschuldigung für das Emotionale, aber wenn es um Menschenrechte und um Grundrechte geht, wenn die so eingeschränkt werden in ein Land, das ich immer lobte und besonders schätzte für diese Grundrechte, dann tut mir das im Herzen weh und dann tue ich mir da schwer, ruhig zu bleiben. Meine zweite Frage richtete sich dann auf die Grundlage dieser Sonderrechte. Schauen Sie sich das an. Herr Reitschuster. Frage an Herrn Seibert oder Frau Nauber. Herr Schade, der Vizepräsident des RKI, hat hier am Freitag vor einer Woche gesagt, es gibt Hinweise, dass die Ausbreitung des Virus zumindest reduziert werden kann. Das klingt nun nicht nach Gewissheit. Herr Kautz hat mir vor über einer Woche versprochen, diese Studie zuzuschicken, habe ich nie bekommen. Können Sie das nicht etwas genauer definieren? Es muss doch irgendwelche Zahlen geben und bei so wichtigen Dingen wie Grundrechten vielleicht eine genauere Grundlage. Danke. Ja, wenn ich darf, die gibt es. Es gibt in den FAQ des RKI dazu auch einen ziemlich ausführlichen Text, den möchte ich jetzt hier nicht in seiner ganzen Schönheit vortragen, aber da finden Sie auch verlinkt die Studien, die das RKI zu dieser eben von Herrn Seibert auch noch mal erwähnten Einschätzung bewogen haben. Zusatz? Gibt es irgendwelche konkreten Zahlen, um wie viel Prozent das Risiko geringer ist? Sicher. Also wie gesagt, ich kann Sie da nur darauf verweisen. Ich kann Ihnen auch gerne im Anschluss an die PK einen Link dazu schicken.
Da finden Sie nicht nur diese Einschätzung mit den eben zitierten Sätzen, sondern da finden Sie auch die zugehörige Studienlage. Herr Jessen. Ja. Ja, es ist offenbar eine neue Strategie, dass man jetzt wieder sagt, man schickt das. Das letzte Mal ist schon nicht geschickt worden seit über 10 Tagen. Hört sich natürlich gut an, aber ich hoffe, dass ich diesmal das wirklich bekomme. Und ich werde Sie auch auf dem Laufenden halten, weil wenn man hier so gravierend mit Grundrechten spielt, ja, ich nutze dieses Wort, dann müssten die Zahlen, die dem zugrunde liegen, ganz, ganz hart sein. Und offenbar sind sie das nicht. Impfung war heute ein großes Thema, was mich dann sehr gewundert hat. Es ging dann auch noch um Afghanistan und ketzerischer Gedanke. Warten wir, bis die Notfallrettung hier vorbei ist. Vielleicht haben die gesehen, dass ich mich so aufrege und hatten Angst schon, dass ich eine Notfallrettung brauche. Nein, Gott sei Dank nicht. Also nochmal, was mir hier auffiel, wieder ganz spontan, ketzerischer Gedanke. Da ging es um Afghanistan, um die Ortskräfte dort, dass man die schützt und hierher bringt, die für die Bundeswehr gearbeitet haben. Ein honoriges Anliegen bin ich auch dafür. Wenn ich mir aber anschaue, mit welcher Inbrunst und wie oft und wie ständig das hier diskutiert wird, dann drängt sich mir der Verdacht auf, dass zumindest bei manchen die Grundrechte von den eigenen Leuten im eigenen Land nicht so eine große Rolle spielen. Und diese Schwerpunktsetzung, die finde ich überaus merkwürdig. Erst letzte Woche hat sich hier Herr Seibert sehr bestürzt gezeigt über einen Vorfall 300 Meter von hier vor dem Paul-Löbe-Haus, wo ein Reporter von Welt, dem Fernsehsender Welt, wie die Zeitung, angepöbelt wurde von Querdenkern. Und als ich das hörte, dachte ich schon, das war ein schlimmer Überfall, war schon ganz betroffen. Später habe ich mir es im Fernsehen angeschaut. Es war eine Pöbelei, es ist zu verurteilen, überhaupt kein Thema, nicht in Ordnung, aber Gott sei Dank kein Überfall. Und darum habe ich mich heute sehr gewundert, dass Herr Seibert nicht sagte, dass gestern bei einer linksextremen und linken Demo Hasschöre gesungen wurden gegen Israel und gegen Juden. Da war nichts zu hören und ich wollte von ihm wissen, warum denn da die Bundesregierung nichts sagte. Und letzte Frage, Herr Reitschuster. Eine Frage noch an Herrn Seibert. Herr Seibert, am Samstag sind in Berlin, in der linken Demonstration, viele Menschen mit offen anti-israelischen und antisemitischen Hasschören durch Berlin marschiert. Hat die Bundesregierung da schon reagiert? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht? Also, ich will mal grundsätzlich über die sogenannten 1. Mai-Demonstrationen hier in Berlin sprechen, denn die haben ja zum Teil empörende Bilder gebracht. Die Polizei hatte es zum Teil mit Gewalttätern zu tun, denen jeder Respekt vor Leben und Gesundheit fehlt. Gewalt wurde gesucht um der Gewalt willen. Da konnte nicht bei allen von politischer Auseinandersetzung die Rede sein. Und wir haben infolge der Ereignisse nun 93 Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen, die verletzt wurden. Wir können allen Polizeibeamten und Beamtinnen nur danken für ihren Einsatz, ihren sehr schweren Einsatz an diesem Tag. Und den Verletzten wünschen wir schnelle und vollständige Genesung. Man muss ganz klar sagen, dass die Form des Demonstrierens, die eben die gewaltbereiten Demonstranten gewählt haben, dass das dem Recht zur friedlichen Demonstration widerspricht. Das ist nicht zulässig und nicht zu tolerieren. Wenn sich Menschen versammeln, und da kommen wir auch noch vielleicht gleich zu den Hygieneauflagen, wir haben das ja auch bei anderen Demonstrationen bemängelt, wenn sich Menschen versammeln und sich weder an die Hygieneauflagen noch an die in Berlin geltenden Corona-Schutzvorschriften halten, dann missbrauchen sie das Recht zu friedlichen Demonstrationen, dann missbrauchen sie auch die Versammlungsfreiheit. Wir haben immer als Bundesregierung betont, dass friedliche Demonstrationen auch in pandemischen Zeiten wichtig sind, dass Meinung öffentlich vertreten werden muss, dass das möglich sein muss, dass Kritik in einer Demokratie immer möglich sein muss. Aber wenn sie missbraucht wird, dann wird die Grenze der zulässigen Grundrechtsausübung auf Demonstrationen natürlich missbraucht. Das ist das, was ich Ihnen jetzt dazu sagen will über einzelne Forderungen, die dort vertreten wurden. Ich habe mich jetzt auf die wirklich empörenden Gewaltszenen und Ausschreitungen konzentriert. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, was da ansonsten alles noch vertreten wurde. Sie wissen, dass wir jede Form des Antisemitismus natürlich zurückweisen.
Nachfrage von Herrn Reitschuster und eine Nachfrage von Herrn Jung. Die Bundesregierung redet ja sehr viel vom Kampf gegen rechts. Ist das ein Anlass, auch über den Kampf gegen links nachzudenken? Danke. Herr Reitschuster, das ist Ihr altes Thema und Sie tun immer so, als sei die Bundesregierung da in irgendeiner Weise einäugig. Wir gehen mit allen Mitteln des Rechtsstaats sowohl gegen Rechts- wie Linksextremisten vor und das tun alle Ebenen des Staates. Und da gibt es nicht die Bevorzugung des einen oder des anderen. Eine Nachfrage von Herrn Jung, dann sind wir am Ende. Jetzt. Das BMI war Bundespolizei in Berlin im Einsatz. Und wie bewerten Sie, dass von der jahrelangen Strategie am 1. Mai der Polizei abgerückt wurde, nämlich Deeskalation, und dass es diesmal quasi eine Art Eskalationsstrategie gab und gerade im Verhältnis der Polizeistrategie von Querdenken, wo die Polizei ja immer erst ermahnt, Vorschriften einzuhalten und dann reingeht. Das war ja jetzt bei diesen 1. Mai-Demos nicht der Fall, da wurde sofort reingegangen. Ja, erstaunlich. Also das konnte ich mir nicht nehmen lassen, dieses mit dem Kampf gegen links. Man redet ja immer nur vom Kampf gegen rechts. Und ich fürchte, mein Zwischenruf war dann nicht mehr zu verstehen. Sagen ja auch manche, ich müsste mehr Zwischenrufe machen und mehr. Ja, bei mir ist immer das Mikro abgeschaltet oder im Regelfall. Und bei manchen anderen wird es dann vergessen. Also bei Thilo Jung habe ich den Eindruck, der hat ein Mikrofon, das einen Wackelkontakt hat. Da ist es sehr oft an, wenn der dann noch reinschreit oder dergleichen. Bei mir es ist dann immer regelmäßig aus. Und was ich hier nochmal vorrief, das war die Frage, warum dann die ganzen Gesetze immer gegen Rechtsextremismus nur heißen. Da ist ja nirgends die Rede oder sehr selten von Linksextremismus oder allgemein von Extremismus. Also Herr Seibert unterstellt mir hier, ich würde eine Schlagseite sehen. Was heißt unterstellt? Die sehe ich auch ganz, ganz eindeutig. Erstens mal freut es mich, dass er meine Arbeit so aufmerksam verfolgt. Das ist schön. Aber also ich glaube, da muss man blind sein, um hier nicht diese Schlagseite zu sehen bei der Regierung, die auf dem rechten Auge also hier 15 Lupen hat und das linke meistens zu hat. Und man muss es ganz klar sagen, man missbraucht den Kampf gegen Extremismus, der notwendig ist, der richtig ist, aber man missbraucht ihn für die Bekämpfung des Gegners dadurch, dass man eben rechts und rechtsextrem gleichsetzt, dass man Milliarden ausgibt oder über 1 Milliarde für den Kampf gegen rechts, wie sich das nennt, und dass man damit eben auch bürgerliche, liberale und andere mit bekämpft. Eine Instrumentalisierung der Extremismusbekämpfung, und die hat ihre ideellen Grundlagen in der DDR, bei der ja auch der Antifaschismus das staatstragende Motto war. Alter Kampfbegriff von Stalin, der Unterschied zur Bundesrepublik war immer Anti-Extremismus, und da stehe ich hundertprozentig dahinter, gegen rechten Extremismus, gegen linken Extremismus, gegen islamischen, katholischen oder was auch immer Extremismus, den haben wir in Deutschland Gott sei Dank nicht, den katholischen Extremismus, Nordirland gab es den, aber gegen jede Art von Extremismus, das war der Grundkonsens in der alten Bundesrepublik, und der wird hier oder wurde ausgehebelt von dieser Regierung unter Angela Merkel, die dafür Unsummen in alle möglichen Organisationen pumpt, die sich nicht Regierungsorganisationen nennen, aber sowas von regierungsnah sind, dass sie schon die Funktionen ausüben, die in autoritären Staaten gewisse Dienste ausüben. Und dieser Missbrauch der Bekämpfung des Extremismus ist verheerend für die Demokratie und fördert auch den wirklichen Extremismus, auch den Rechtsextremismus. Das ist das Schlimme daran. Aber Linksextremismus ist ja heute angekommen, denn die linksextreme Antifa ist ja eine der Kräfte, die Bundesregierung immer verteidigt und gegen diejenigen kämpft, die gegen staatliche Maßnahmen kämpfen, völlig verquer. Ganz am Schluss, und ich verspreche es heute wirklich nur kurz, noch ein paar Fragen, die hier waren, damit Sie sehen, wohin die Stoßrichtung ging. Eventuell noch kurz antworten, aber ich mache es heute kürzer als sonst, das verspreche ich, denn es sind ja ganze Eposse geworden in den letzten Tagen und Wochen, also heute einmal etwas weniger. Herr Seibert, können Sie noch mal konkret sagen, mit wem genau jetzt das Bundeskanzleramt verhandeln wird? Also mit den Fraktionsvorsitzenden im Bundestag und mit den Chefs der Staatskanzleien zum Beispiel, und wann genau das sein wird? Heute Nachmittag noch oder morgen?
Und können Sie schon irgendwie in Aussicht stellen, wann denn im Zusammenhang mit diesen Neuregelungen dann Restaurants und Hotels damit rechnen können, wieder aufzumachen? Vielleicht kann das federführende Gesundheitsministerium, Innenministerium sich dazu noch äußern. Grundsätzlich will ich sagen, wir wollen jetzt erst einmal die Reaktionen und die Anmerkungen auf diese Verordnung einholen. Und wenn wir sie dann als Bundesregierung, was dann sehr schnell möglich ist, beschlossen haben, werden wir uns sicherlich auch über alle Details dann äußern. Grundsätzlich geht es jetzt darum, den Geimpften und Genesenen, wie es nach unserer Überzeugung grundrechtlich geboten ist, Erleichterungen und Aufhebungen von bestimmten Beschränkungen zu geben. Es geht nicht darum, ihnen sozusagen eigene Zugänge zu geben, die andere jetzt nicht haben. Herr Rinke. Achso, die Ministerien, sorry, ja. Ich kann dem aber ohnehin nichts hinzufügen, sondern nur auf die Pressekonferenz mit dem Minister verweisen. Die finden Sie, den Mitschnitt finden Sie bei uns auch auf der Seite. Ich kann auch nur ergänzen, die Ministerin hatte gestern ja auch noch mal darauf hingewiesen, dass es jetzt in einem ersten Schritt zunächst um die Rechte der Geimpften und Genesenen selbst geht. Und man kann dann im Zuge von möglichen Öffnungen in einem nächsten Schritt sicher auch darüber nachdenken, inwieweit da dann Impfungen eine Rolle spielen können. Aber jetzt geht es um die Grundrechte derjenigen, der geimpften und genesenen Personen. Herbert, es gibt ja mittlerweile Zahlen, die kommen, glaube ich, von der Kassenärztlichen Vereinigung, wurden, glaube ich, letzte Woche schon vorgestellt. Aus denen ergibt sich, dass möglicherweise schon bis Ende Juli eigentlich alle Deutschen ein Impfangebot haben könnten. Hält denn trotzdem die Bundeskanzlerin noch an ihrem Ziel fest, ich glaube Ende des Sommers, also 20. September, oder würde sie jetzt auch ein bisschen eine optimistische Einschätzung abgeben und sagen, okay, dann wäre das Ziel jetzt Ende Juli? Gut, dann Herr Rinke. Ja, eine Frage an Herrn Seibert. Es geht nochmal um die Verordnung. Und zwar hätte ich ganz gerne von Ihnen gewusst, ob die Bundesregierung und die Kanzlerin nicht fürchtet, dass die ganze Infektionsbekämpfungspolitik durch diese Rechte für Geimpfte ins Rutschen kommt. Denn Kommunen äußern Zweifel, dass danach die Ausgangsbeschränkungen überhaupt noch sinnvoll zu kontrollieren sind, wenn es Ausnahmen gibt. Außerdem könnte man sich ja die Frage stellen, warum nicht dann negativ getestete Geimpften gleichgestellt werden sollten. Also wenn das Risiko von negativ Getesteten ähnlich gering ist wie von Geimpften, fragt man sich, warum die sich dann noch an Ausgangssperren halten müssen. An Frau Nauber, was hält denn das Gesundheitsministerium davon, dass jetzt in bestimmten sozialen Brennpunkten, wie zum Beispiel in Köln, geimpft wird, unabhängig von jeglicher Priorisierung? Ich hoffe, dass nicht Herr Spahn dazu schon Stellung genommen hat und ich das nicht kenne. Doch, tatsächlich hat er dazu letzten Donnerstag schon Stellung genommen. Und darauf würde ich auch verweisen. Können Sie vielleicht einen Satz ist er, zusammenfassen, was er gesagt hat? Nee, oder, ich möchte es jetzt ungern wiederholen. Aber seit Donnerstag ist ja schon verdammt lange her, sozusagen. Aber an der Einschätzung hat sich nichts geändert. Ja, Herr Helmbold, dieser Tage beginnt der Abzug aus Afghanistan. Es ist mehrfach schon das Thema gewesen, afghanische Ortskräfte. Seit 14 Tagen ist die Frage offen, wie viele afghanische Ortskräfte die Bundeswehr seit Beginn des Einsatzes beschäftigt hat, wie viele von denen im Land verblieben sind und wie vielen ein Angebot gemacht wurde, nach Deutschland zu bekommen. Warum sind diese Zahlen so schwer zu ermitteln? Die Ministerin nimmt ja des Öfteren zu diesem Thema Stellung, auch erst gestern im TV wieder. Herr Rinke dazu. Zu Afghanistan und an das Innenministerium. Wenn einerseits jetzt die Zivilkräfte oder die Hilfskräfte, die die Bundeswehr hatte, nach Deutschland geholt werden, hätte ich ganz gerne gewusst vom Innenministerium, ob umgekehrt ein Einreisestopp für abgelehnte Asylbewerber für Afghanistan jetzt zum Zuge kommt, denn in den letzten Wochen und Monaten hat es ja immer noch wieder neue Abschiebungen gegeben. Also werden die jetzt gestoppt oder werden die weitergeführt? Herr Jung, zu diesem Thema. Zwei Fragen. Herr Helmbold, wann können wir denn mit den Zahlen endlich rechnen? Das kann ja nicht so lange dauern. Und Herr Seibert, unterstützt die Kanzlerin Abschiebungen nach Afghanistan, wenn jetzt die westlichen Armeen abziehen und ein Bürgerkrieg und Angriffe von Taliban drohen? Das
BMVG hatte ja in der Vergangenheit von 300 gesprochen. Das war eine sehr konkrete Zahl. Warum steckte in der Zahl keine Gefährdung und in der anderen Zahl dann doch? Und mitunter demonstrieren die Afghanen ja auch sehr offen vor dem Camp in Mazar-e-Sharif. Also sind sie auch sichtbar und setzen sich auch einer Gefährdung aus, weil sie bisher nicht nach Deutschland geholt wurden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass Sie da waren. Schauen Sie wieder rein. Alles Gute. Danke. Ciao. Ja, und einen habe ich noch bei diesem ganzen Thema Verfassungsschutz. In der DDR gab es ja diesen Straftatbestand der staatsfeindlichen Hetze. Dieser Begriff Hetze ist ein Begriff, den die Nazis missbraucht haben, um Gegner, um Regierungskritik zu diskreditieren. Die DDR hat das übernommen. In der alten Bundesrepublik wurde der Begriff Hetze eigentlich kaum verwandt für Kritik an der Regierung. Unter Angela Merkel kam das wieder. Und jetzt hat der Verfassungsschutz ein neues Kriterium aufgenommen. Das nennt sich Delegitimisierung des Staates. Und ich habe die große Angst, dass das die staatsfeindliche Hetze im Schafskleid ist, wie der Wolf im Schafskleid. Denn da kann man natürlich ganz beliebig das definieren. Wo beginnt Diskreditierung, Delegitimisierung des Staates und wo endet begründete Kritik? Also kann man eigentlich bei jedem, wenn ich jetzt hier die Bundesregierung kritisiere, kann man auch sagen, damit würde ich delegitimisieren. Ganz, ganz gefährlich, ganz, ganz dünnes Eis, das da gerade betreten wird. Ich hätte Ihnen lieber was Angenehmeres heute erzählt, aber kann es leider nicht. Jetzt ist wirklich Schluss. Alles Gute. Danke. Ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Schönes Backstage haben wir heute auch nicht. Ich habe zwar am Anfang zwei Versprecher gehabt, die spiele ich Ihnen jetzt ein, aber es waren keine schönen Versprecher, Leiter. Also selbst das exponentielle Wachstum kriege ich heute hin und auch den Inzidenzwert verwechsel ich nicht mehr. Schlimm. Aber irgendwie kriegen wir wieder Fehler hin. Danke, alles Gute, ciao. Die alte Bundesrepublik, so wie wir sie kennen, die ist nicht mehr. Die Grundrechte, die werden jetzt aufgeteilt. Die einen haben volle Grundrechte, die anderen haben eingeschränkte Grundrechte.